Ja, ich habe für dich einen Reels-Hack, der dir das Leben definitiv einfacher macht auf Facebook, weil es gerade hier bei den Reels ein kleines Problem gibt. Das ist auch hier in der Gruppe aufgetaucht und ich möchte heute in dem kurzen Video eine kurze, prägnante Lösung auch bringen. Und ja, freue mich, dass du da bist. Also, lass uns gleich mal starten. Zuerst einmal, wenn du dich vernetzen möchtest, einfach mal Postleitzahl und Ort bekannt geben. Dann könnt ihr euch untereinander austauschen. Und ja, meine Frage an dich, ist dir schon aufgefallen, dass du bei Reels, die du in der Gruppe machst, also wirklich in deiner Facebook-Gruppe, dass du dort nicht mehr siehst die Anzahl der Aufrufe? Also, ich erkläre es andersrum. Wenn du auf dein Profil gehst, dann hast du dort einen Punkt Reels. Kennst du den? Also, Frage an dich, ne? Du gehst auf dein Profil und dann auf Reels. Dann siehst du alle Reels, die du gemacht hast, mit Aufrufen. Bis vor 2 Tagen war das so, da hast du auch die Reels gesehen von deiner Facebook-Gruppe. Das heißt, du bist auf deinem Profil, in die Reels, auf den Reels-Punkt und hast dort auch die Aufrufe von den Reels in der Gruppe gesehen. Das geht jetzt nicht mehr. Ist dir das aufgefallen? Also würde mich interessieren, ich schalte da mal um noch, dass ich dich noch besser sehe, die Kommentare. Würde mich interessieren, ob dir das aufgefallen ist, dass du die Anzahl der Aufrufe, also du siehst deine eigenen Videos, deine eigenen Reels dort nicht mehr. Das heißt, du bist auf Ich deinem muss mich da mal Profil. abdrehen. So, ich habe mich doppelt, ob dir das wirklich aufgefallen ist. Also, würde mich interessieren. Schreib es mal rein. Dann habe ich hier ein bisschen einen Überblick. Ich schaue mal kurz mit und dann, ja, die Gabi schreibt zum Beispiel, ja, ist mir aufgefallen. Ist mir schon aufgefallen, sagt der Björn. Und die anderen sind noch bei Postleitzahl und Ort. Ja, habe ich gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das lösen? Zuerst einmal, bevor ich dir die Lösung gebe, möchte ich dir sagen, warum das wichtig sein könnte. Es gibt hier 3 Punkte aus meiner Sicht. Der erste Punkt ist, wenn wir übersichtlich die Reels haben, das heißt, wenn wir genau sehen, wann haben wir welche Reels gemacht und auch die Aufrufe dazu, dann ist es einfach ein Vorteil, weil wir auf einen Blick wirklich einmal so ein bisschen auch sehen, ja, wo haben wir Aufrufe generiert. Ja? Das heißt, wir sehen einerseits die Videos, die Inhalte ja schon. Und wir sehen die Aufrufe. Jetzt muss ich lachen, weil die Irina schreibt, ich habe es gesehen und dachte, Facebook mag mich nicht mehr. Nein, 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 das Problem haben jetzt alle. Das heißt, in dieser Übersicht, die ist ja praktisch, du hast dort einfach dort alle Aufrufe. Gleichzeitig ist auch ein Vorteil, dass man ein bisschen ein Gefühl bekommt für die Entwicklung. Was meine ich damit? Also, ich sage gleich was zu den Anzahl der Aufrufen, aber man bekommt halt schon ein Gefühl, ob die Reels halt ja wirklich Reichweite, ob du mit Reichweite generierst oder ob du einfach nur das Just for Fun machst. Und der dritte Punkt, warum das auch wichtig sein kann oder ist, eine Themenübersicht. Manchmal, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, manchmal weiß ich gar nicht mehr, habe ich drüber schon gesprochen. Ist dir das auch schon mal passiert? Du weißt nicht, habe ich schon mal ein Video gemacht, habe ich wirklich schon mal drüber gesprochen, gerade wenn man mehr macht. Weiß ich nicht mehr, war das nur eine Idee beim Laufen oder habe ich da vor 3 Tagen ein Reel dazu gemacht oder habe ich, na, vielleicht ein Live-Video dazu gemacht? Gut, bei den Lives wahrscheinlich kann man sich noch mehr erinnern. Aber grundsätzlich ist ein bisschen ein Problem, weiß nicht, wie es dir geht, ist ja auch schon mal passiert, dass du gar nicht mehr weißt, habe ich drüber schon mal gesprochen oder wollte ich nur drüber sprechen? Also mir passiert das schon mal und deswegen finde ich es recht praktisch, diese Übersicht zu haben. Das heißt, wenn man reingeht bei den Reels, dass man sieht, okay, welche Reels habe ich schon gemacht und wie viele Aufrufe hat das Ganze. Also, so, kommen wir jetzt zu der Lösung. Die Lösung ist sehr einfach. Also, weißt du die Lösung? Würde mich mal interessieren. Also, wie hast du das gelöst? Weil ich denke, du wirst wahrscheinlich deine Reels, die du in der Gruppe hoffentlich machst, auch sehen wollen irgendwo übersichtlich. Wie machst du das aktuell? Ja, also jetzt seit 2 Tagen, ja, würde mich interessieren, wie hast du das gelöst? Vielleicht gibt es eine noch bessere Lösung. Ja. Aber an und für sich ist die Lösung sehr einfach. Und das war ein bisschen ein Aha-Erlebnis für mich zum Thema Facebook-Marketing. Also würde mich sehr interessieren, wie du das machst. Die Stefanie sagt, ich gehe die Chronik durch. Der Harald sagt, ich poste es in beiden. Ich schaue in meiner Gruppe in Reels. Reels habe jetzt einen eigenen Ordner in der Gruppe. Also, ja, es gibt verschiedenste Punkte. Damit wir diese Übersicht haben, was definitiv funktioniert, ist, wir haben einen Punkt in der Facebook-App, der nennt sich Videos. Und jetzt kommt das Spannende. Hast du gewusst, dass seit circa 14 Tagen Videos, Facebook gar nicht meint Live-Videos? Dort ist kein einziges Live-Video von mir drinnen. Das heißt, wenn du einfach in deine Facebook-App gehst, dort oben in den Punkt Videos,
dann hast du dort deine Reels. So einfach ist das Leben. Das heißt, du gehst dort rein, gehst auf Videos, hast dort genau in dieser Gitteransicht oder wie man das nennt, hast du die Videos, die Reels, ja, und dann siehst du auch gleichzeitig die Aufrufe. Es gibt noch eine zweite Lösung, die ist ein bisschen kompliziert. Ich sag's dir, damit du es weißt. Man kann auch ein Reel machen. Man öffnet sein eigenes Reel, speichert es ab, also man kann ja ein Reel speichern und dann hat man alle gespeicherten Reels unter dem Profil gespeicherte ansehen. Aber das ist ein bisschen zu kompliziert, muss nicht sein. Das heißt, es geht in den meisten Fällen, geht das so. Spannend ist, der Tobias schreibt hier, seit gestern heißen bei mir die Videos plötzlich Reels. Ja, das macht ja auch Sinn, weil wenn bei Videos nur Reels drinnen sind, dann macht Sinn. Also es könnte sein, dass es jetzt geändert worden ist bei dir. Es gibt ja unterschiedliche Varianten. Das heißt, dass der Punkt nicht Video heißt, sondern Reels. Und dort sind auch dann die Reels drinnen. Es wird hier einiges verändert und geändert. Für mich war es insofern ein Aha-Erlebnis, weil die Facebook-Welt kann sehr einfach sein. Also wenn man weiß, wie man das Ganze bedient, dann kann es sehr einfach sein. Ich glaube, die Problematik ist, wenn wir zu viel Funktionen bedienen. Ja, und das gerade auch bei Facebook-Gruppen. Ich bin immer erstaunt, was Leute, wenn die eine Facebook-Gruppe machen, was die alles machen, was die alles tun. Aber das ist gar nicht notwendig für den Erfolg, sondern der Erfolg kann relativ leicht mit einfachen Schritten umgesetzt werden. Und da bekomme ich immer auch viele Nachrichten, wie ist das, wenn ich gerade beginne mit Facebook in einem Speedinar und so, solltest du es jetzt eingeblendet haben, das Infovideo, das ist easy. Also dann nehme ich dich an der Hand, zeige dir die Punkte und zeige dir nur das, was wirklich wichtig ist. Also wir besprechen dort nichts, was nur just for fun ist oder was nur ein Trend ist. Also genau, die aus der Gruppe sehe ich nur in der Gruppe unter Reels, genau darum geht's. Okay, zwei Sachen noch, die wichtig sind aus meiner Sicht. Bitte fokussiere dich nicht auf die Anzahl der Aufrufe, sondern es geht um richtige Aufrufe. Das heißt, mir persönlich von der Strategie her ist immer lieber, ich habe 200 Aufrufe bei den Reels, aber 200 richtige, echte, also aus dem Network Marketing, Leute, die im Network Marketing sind. Ist mir viel mehr wert, als wie ich habe 200.000, wo es geht, ich zeige irgendeine Joggingübung her oder ich weiß nicht, ich sage den Leuten, wie motiviert ich bin oder was auch immer. Das bringt mir ja nicht wirklich viel. Und das Zweite ist, die maximale Überlegung, die ich auch habe, ist, wie mache ich aus den Aufrufen wirklich Kunden? Also das vergessen manche. Ja, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, es dreht sich ja bei diesen ganzen Kurzvideos, wurscht ob Shorts oder TikTok oder Reels, nur mehr um Aufrufe. Aber das kann es ja nicht sein, sondern wir wollen ja Kunden und Partner generieren. Und ja, dazu hast du ja im Reels-Kurs, im Speedinar die Anleitung dazu, wie das funktioniert. Und wenn du dich dran hältst, dann wird es auch definitiv funktionieren. Das war ein kurzer Input heute von mir. Und ja, also wie gesagt, fokussiere dich auf das Richtige. Schau rein in deine Gruppe auf Reels oder Videos, wie auch immer es bei dir heißt. Und so einfach kann die Facebook-Welt sein. Und rock it. Schönen Tag. Servus. Bye, bye. Ciao, ciao.